Gut, ist dann wieder soweit. So langsam schließt die ganze Sache hier. Unicorn von der Parkaufsicht wird dann mal den Closing Event präsentieren. Ein Applaus bitte. Ihr seid aber sehr optimistisch, dass das gut wird. Also, ja, ich habe schon wieder das kürzere Streichholz gezogen und muss deswegen hier schon wieder hier stehen. Ich gebe euch eine ganz kurze Zusammenfassung von den MMCD und letzte Hinweise zum Verlassen der Parkanlagen. Es waren die 15. MMCD, falls ihr nicht nachgezählt habt, so wie wir. Wir konnten das nicht glauben, aber wir haben geguckt, es scheinen die 15 gewesen zu sein. Wir glauben es einfach jetzt mal. Nachdem wir es bei den 10. MMCD mit dem Jubiläum nicht ganz so gut geklappt hat, haben wir es diesmal gelassen, Jubiläumsthematiken zu machen und haben einfach gesagt, das sind ganz normale MMCD. War auch eine bessere Idee. Sie sind jetzt nicht ausgefallen, so wie die 10. damals. Ja, und ich habe euch, weil ihr euch immer danach giert, habe ich euch ganz tolle Fakten dieser 15. MMCD zusammengesucht. Und wir fangen aber mit dem Allerwichtigsten an, unseren Datenarbeitern. Wir haben das nicht durchgezogen, aber also das ist das, was eigentlich Engel sind, waren unsere Datenarbeiter. Und wir haben das überprüft. Die Stunden der Datenarbeiter zusammengefasst hätten gereicht, 19,5 iPhones bei Foxconn zu produzieren. Unsere Datenarbeiter haben im Durchschnitt 3,2 Einweghandschuhe verbraucht. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Und auf Arbeiter gerechnet. Also im Durchschnitt haben alle unsere Arbeiter zusammen so viele Handschuhe verbraucht, dass im Durchschnitt 3,2 pro Arbeiter waren. Deswegen steht das da, Handschuhe pro Datenarbeiter. Und was uns ganz besonders freut, ist, dass ein Fünftel der Teilnehmer, also der Leute, die hier waren, tatsächlich geengelt haben. Und das ist ja mal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an euch alle, dass wir eine so coole Community haben, weil wir können zwar irgendwie hier uns monatelang hinstellen und irgendwelchen bescheuerten Zeug bei AliExpress bestellen und das irgendwo hier aufhängen, habt ihr bestimmt gesehen, aber das würde immer noch kein cooles Event machen. Ein cooles Event ist das hier deswegen, weil wir so viele tolle Leute haben, die in ihrer Freizeit auch noch sagen, okay, ich verkaufe jetzt mal 5 Stunden Hotdogs oder ich mache jetzt mal 5 metrische Tonnen Waffelteig. Ja, also. Ja, nur was die Hygiene angeht, also wir haben es mal grob überschlagen. Das, was wir da an Handdesinfektionsmittel verteilt und verbraucht haben, hätte in der Uniklinik ungefähr nur eine Stunde gehalten. Also da müssen wir noch ein bisschen sauberer werden. Ja, aber ich habe es ja schon gesagt, das ist das Allerwichtigste an diesem Closing. Vielen Dank, dass ihr so großartig seid. Also vor allem ihr Datenarbeiter. Und weil wir ja schon vorher wissen, dass wir großartige Datenarbeiter haben, gibt es dieses Jahr für diverse Menschen, es gibt irgendwo eine Liste, gibt es ein Dankeschön von uns. Ich glaube, was ist die Grenze? Irgendwo 6 Stunden nach diesem komischen Engelsystem-Rechenmodell. Tobias Rix hier vorne hat eine geheime Liste, auf der stehen Namen, Gevorratsdaten speichert. Wenn euer Name darauf steht, kriegt ihr eine Tasche, glaube ich, ist der Modus. Die Liste wird danach natürlich verbrannt. Wir wissen dann nichts mehr. Wir wollen keine Erinnerung. Nein. Also, allen danke. Und falls ihr irgendwie nicht auf der Liste steht, aber das irgendwie glaubt, ihr müsstet draufstehen, wir sind auch nur Menschen und wir können auch nur diesem Engelsystem vertrauen. Also wir müssen dann irgendwie, da finden wir bestimmt eine Lösung, das noch irgendwie zu klären. Ja. Also, vielen Dank an alle Engel, an alle, die auch vielleicht hier einfach irgendwas gemacht haben, ohne jetzt dieses Engelsystem über sich ergehen zu lassen zu haben. Und ja, ich mache mal weiter mit lustigen Fakten. Kommt einfach danach wegen den Taschen hier vor oder rennt Tobias im Gebäude hinterher. Er hat sich die Fluchtroute schon gut überlegt. Weil alle Taschen, die übrig bleiben, können wir als Orga benutzen. Ja. So, es gab hier Trockendünger. In anderen Bereichen heißt es feste Nahrung. Und der verteilte Brötchenbelag waren ungefähr 0,05 Promille Saarland. Wir haben es ausgerechnet. Das ist sportlich. Also,
Demzufolge sind auch die verbrannten Brötchen, also die Brötchen, die hier verbrannt wurden, also verpufft sind, hätten gereicht, glaube ich, diesen Laptop 85 Stunden zu betreiben. Aber er ist auch sehr sparsam. Spannend fand ich eher, dass wir fast 120 Kilo Milchprodukte verteilt haben. Ich hoffe, die Menschen mit Laktoseintoleranz haben genug Laktase dabei gehabt, um das auszugleichen. 85 Wochen. Ah, oh, seht ihr? Also es sind nicht 85 Stunden, 85 Wochen Laptop-Nutzung wären das gewesen. Entschuldigung. Ja, es gab immer ein ganzes Weißwurstfrühstück in der Speakers Lounge. Falls ihr keinen Vortrag eingereicht habt, ist euch das leider entgangen. Genauso wie die 4,85 Kilo Serrano-Schinken und die noch diversen anderen Sachen, die in dieser Speaker Lounge so waren. Da muss ich auch mal ganz positiv, ist Caro da? Die baut gerade die Speaker Lounge ab. Ach, da oben sitzt die. Geh arbeiten. Nein. Falls ihr kein Speaker gewesen seid und mal in Zukunft Speaker werden wollt, ich kann euch versichern, es lohnt sich. Sehr sogar, weil wir wissen, dass Speaker hier auch wichtig sind und wir wollen, dass ihr eine angenehme MMCD habt. Und deswegen, ja, es gibt noch mehr Sachen. Wir haben ungefähr einen durchschnittlichen Waffelbäcker gewichtsmäßig in Waffeln erstellt. Also und wenn ihr Blabber fragt, wie das mit den Hotdogs so funktioniert, er versucht es immer noch. Blabbers Freitag ist bei einem MRMCD traditionell immer damit, dass er 3 Stunden lang versucht, die vorbestellten Hotdogs zu bekommen, die aber dann leider doch die Vorbestellung nie klappt. Das ist ist immer sehr schön. Und wir haben es auch umgerechnet, die Hotdogs hätten gereicht, einmal die Länge einer 747 hinzulegen. Ja, da habe ich jetzt auch noch eine kleine Bitte. Wir kalkulieren zwar immer so, wir wollen hier nicht unnötig irgendwie die Umwelt belasten. Deswegen, wir haben ja gewisse Erfahrungen. Wir kalkulieren immer so, dass die Sachen bis zum Ende auch leer sind. Aber das klappt nicht immer. Mal essen die Leute auswärts. Mal kommen großartige Menschen vom Foodsharing Darmstadt und bringen tonnenweise belegte Brote. Sowas können wir nicht einplanen. Deswegen sind, glaube ich, auch dieses Jahr wieder so 2 bis 4 Lebensmittel übrig geblieben. Wir würden euch freuen, weil wir jetzt nicht, also die Orga möchte nicht die nächsten Wochen von Käseaufschnitt leben. Wenn ihr für eure WG, für euch zu Hause, für den Heimweg noch irgendwie was möchtet, nehmt es euch bitte einfach mit. Hier beim Frühstück sind alle Reste sozusagen, also im Frühstücksraum. Und ihr helft uns damit, ihr helft der Umwelt damit und ihr helft eurem Geldbeutel. So, braucht man mehr Argumente. Es gab nicht nur feste Nahrung, es gab auch Flüssigdünger. Und das ist jetzt eine etwas deprimierende Zahl, aber was wir getrunken haben, ist das, was 2 Sekunden lang Dambach ungefähr entspricht. Dambach, wer es nicht aus Darmstadt kommt, ist hier der namensgebende Bach. Leider sieht man ihn nicht, er ist zum Glück unterirdisch. Wahlweise, ja. Und immerhin ein Kasten Wintermat ist auch weggegangen. Wir dachten so, witterungsangepasst müssen wir die auch ins Angebot nehmen. Das Crushed Ice hätte gereicht, eine tolle Badewanne zu füllen. Klingt jetzt wenig, ist aber erstaunlich viel. Und wir haben es umgerechnet, so mit Kilojoule und Standardverbrauchswerten, aber so ein Golf Diesel, neueste Generation, hätte mit dem Brennwert des Alkohols hier es geschafft, ungefähr 63% der Strecke nach Leipzig zu fahren. Finde ich es... da geht noch was. Also wir kommen nicht ganz bis zum Kongress. Da müsst ihr noch ein bisschen... Ja? Bitte. Aber ich glaube, wir haben weniger Umweltschäden dabei angerichtet als der Golf auf dem Weg. Ja, wir haben auch ganz tolle Statistiken von der Orga. Wir waren ja ein paar Leute, aber insgesamt die erlaufenden Stockwerke der Orga summieren sich zu 21 Mal Empire State Building oder von der Strecke her einmal zu Fuß nach Hamburg als Staffellauf. Wir haben immerhin 2 Hosen in der Orga zerschlissen. Eine davon wurde nachgekauft. Wir haben 2 Sicherungen geschafft auszulösen. Eine hat es leider nicht überlebt. Die ist jetzt sehr sicher. Und wir haben ganze 6 Gewinnspieldosen von der Metro bekommen. Wer nicht weiß, was das ist, ist nicht wichtig. Das ist so ein interner Witz. Ja. Ich habe auch noch was zum Thema Deko und so, also zur Landschaftspflege insgesamt. Ihr habt es vielleicht gesehen, wir hatten echt wenige Sticker dieses Jahr. Die Fläche ist ungefähr ein halbes Fußballfeld. Wir haben einen kompletten Wald mit Brandschutzspray imprägniert, weil hier muss ja alles brandsicher sein.
Ihr habt vielleicht den netten Menschen gesehen, der hier sich um die Veranstaltungssicherheit gekümmert hat und immer rumgelaufen ist und geguckt hat und gesagt hat, das jetzt aber nicht. Und dass dieser Mensch keine Schmerzen hat mit unserer tollen Deko. Danke übrigens an Claudia, ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Ich glaube, die räumt gerade die Deko auf. haben wir da schön viel Brandschutzspray gehabt. Wir hatten auch immer ein 13,37 chinesisches Steckgeweih. Ihr wisst, weil ich, wenn man bei bestimmten chinesischen Online-Händlern bestellt, kommt nicht immer alles an. Deswegen ist das keine gerade Zahl. Wir hatten insgesamt 10 DJs hier auflegen, wir hatten 3 Live-Acts und es waren 4 Gameboys in der Lounge im Einsatz. Ich weiß nicht, wenn ihr das Konzert gestern verpasst habt von Melted Moon, vielleicht kommen die nochmal auf den Kongress, man weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall großartig. Und es gab auch 2 interaktive Kunstinstallationen. Ich hoffe, ihr habt gestern alle mal mit dieser Drohne gespielt und Musik gemacht. A drone is a drone is a drone. Ja. Warum kommt diese Folie nochmal? Man weiß es nicht. So, wir hatten auch ab und zu Internet. Da muss man vor allem Lea mal positiv erwähnen als diejenige, die sich schon sehr lange darüber Gedanken macht, wie man das hinkriegt, hier ein eigenes WLAN aufzubauen, weil es gibt zwar hier überall WLAN-Access Points, aber leider ist im öffentlichen Dienst die Stellensituation so, dass nicht unbedingt es möglich war, hier das WLAN, was schon da ist, einfach zu nutzen, sondern wir mussten dann ein eigenes aufbauen. Deswegen haben wir 12 Access Points immer im ganzen Gebäude verteilt und es hat gereicht manchmal. Und hier habt ihr ganz tolle Zahlen. Generell finde ich es großartig, dass mittlerweile Leute auch moderne Hardware einsetzen. Immerhin schon 50% konnten 5 Gigahertz. Aber man sieht auch, dass diese Technologie ziemlich am Ende ist. Also wenn 445 Megabit war der Peak auf dem meist ausgelasteten Access Point im Heckencenter. Und naja, das ist halt nicht viel, wenn man sich überlegt, was über ein Kabel geht. Also use more Kabel. Und unten habt ihr aber so eine schöne Grafik über bunte Haufen. Ich glaube, die kann man wahrscheinlich gar nicht erkennen. Moderne Technik. Ja, und es ist natürlich auch mir eine ganz besondere Freude, dass ich die Gewinner des diesjährigen Traffic-Wettbewerbs auch noch ausrufen darf. Und ich empfehle folgenden Personen, sich eine Netzwerkkabel zu kaufen. Silvans möchte ein Netzwerkkabel benutzen. Coronic möchte ein Netzwerkkabel benutzen. So. Und generell finde ich das großartig, also wenn man sich die Download-zu-Upload-Verhältnisse anguckt, dass hier auch anscheinend sehr viel Content kreiert wurde und auch in die Welt hinaus verteilt wurde und nicht einfach nur genutzt wurde. So, der nächste Punkt, also hier nochmal allen eure Liebe an Lea dafür, dass wir hier so tolles Internet hatten. Wir hatten auch ein Capture the Hedge Flag und ich glaube, sie haben es schon auf Twitter gespoilert, deswegen ist da jetzt vielleicht der Newswert nicht so hoch, aber der Hackerspace in Stuttgart, Entropia, hat hat den ruhmreichen ersten Platz. Ich weiß nicht, ist jemand von euch hier wahrscheinlich? Ihr bekommt diesen wunderschönen schwäbischen Filzhut. Ihr dürft auch den zweiten haben. Einen muss ich noch behalten, weil der zweite Platz, Alec, hat sich nicht hergetraut. Also nein, der hat remote teilgenommen, der hat wahrscheinlich auch was anderes zu tun. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch auch an Alec. Und der dritte Platz, CYPP, jemand, der bei Scrabble immer verliert. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch euch drei. Toll, dass ihr das gewonnen habt. Insgesamt, es gab 67 Anmeldungen und immerhin 38 Leute haben auch echt teilgenommen. Also es gab, mir wurde gesagt, es gab eine Challenge, die bestand darin, dass man den Namen der Challenge ins Lösungsformular kopiert. Das haben, glaube ich, 10 Leute mehr geschafft als die 38, die auch eine richtige Challenge gelöst haben. Aber auch die 48. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Jetzt ist es so, wir sind ja auch durchaus hier mit großartigen Vorträgen gesegnet gewesen und lustigerweise, wir haben es geschafft, genau eine Arbeitswoche Content zu erzeugen. Ihr wisst also, was ihr nächste Woche macht. Ja. Nach diesen ganzen lustigen Sachen kommen wir jetzt zu den Sachen, die uns so als Orga wichtig sind. Wir sind hier zu Gast.
da kann ich eigentlich auch nochmal vielen Dank an den Fachbereich und an die Fachschaft und an alle, die involviert sind, dass wir hier überhaupt hier sein dürfen und dass das hier so ein großartiges Event ist. Ich nehme immer Wolfgang Hines raus, weil er als Geschäftsführer sozusagen die Hand dafür ins Feuer gelegt hat, dass wir überhaupt hier sein dürften. Aber er hat auch zum Beispiel Ian da erlaubt, für ihn ein bisschen hier raufzugucken. Und das ist ganz toll, dass wir so einen super Support vom Fachbereich hatten. Sonst hätten wir das hier auch gar nicht geschafft, weil ihr könnt euch vorstellen, bei öffentlichen Dienstgebäuden ist das mittlerweile nicht mehr so einfach, mal einfach, hier ist der Schlüssel, das klappt nicht mehr. Deswegen vielen Dank an alle, die dahinter im Hintergrund beteiligt waren, dass wir hier überhaupt sein durften, dass wir hier so eine großartige Veranstaltung machen durften. Und das an der Stelle. Und bevor jetzt noch mehr Leute sich hier rausschleichen, wir haben hier so 2 bis 4 Sachen aufgeschrieben, wo wir einfach uns freuen würden, wenn möglichst viele einfach mal eine Bierbank zum Beispiel wieder runter zur Barbereich tragen könnten. Das sind einfach so Sachen, wo mit vielen Leuten ganz schnell hier wieder eine Hochschule oder eine Universität entstehen kann. Generell, morgen ist das hier leer wieder von unserer Seite aus, also heute Abend höflich schon, weil morgen muss wieder hier ganz normal Universitätsbetrieb sein, deswegen je mehr Leute irgendwie mal 2 Minuten noch helfen könnten, desto weniger Leute brauchen wir insgesamt und desto schneller sind wir raus. Was noch wichtig wäre, wir wollen das Loungezelt möglichst bald abbauen, weil wir wollen die Wiese auch noch leer räumen, da sind natürlich auch irgendwie ein bisschen Müll und so alles Sachen, das soll auch wieder eine schöne Wiese werden, also wenn ihr da was machen könnt, da wird auch jemand sein, der euch sagt, wie es geht, wie ihr da helfen könnt. Da müssen aber, glaube ich, erst die Sofas zum Beispiel raus. Lauter so Geschichten. Wenn ihr noch Zeit habt, wir würden uns freuen, wenn ihr helfen könnt, weil sonst sind wir hier bis 4 Uhr morgens. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch, mit einem alten Zitat zu enden. Und wir freuen uns, euch in 2018 wiederzusehen. Und wir haben so ein neumodisches, responsives Element eingeführt. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse. Wir würden sehr gerne von euch wissen, was hat euch gefallen, was hat euch gestört, was habt ihr für Ideen, alles weitere. Ihr Feedback ist uns sehr wichtig. Please hold the line. Nein, weil wir sehen ja immer nur einen Ausschnitt. Wir rennen hier zwar die ganze Zeit rum, aber ich meine, dann sind wir halt beschäftigt damit, irgendwelche Brände zu löschen oder irgendwelche Sachen irgendwo hinzutragen oder sonst irgendwas. Wir kriegen ja gar nicht alles mit, was hier passiert. Und das ist auch ein bisschen schade für uns. Deswegen, wir würden uns freuen, wenn ihr irgendwie hier was gesehen habt, was euch gestört hat oder wenn ihr irgendwas gesehen habt, was ihr cool fandet. Haut uns einfach unsubstantiiertes Glaber in diese E-Mail-Adresse rein. Und wir hoffen, dass wir auf diese Weise dann 2018 noch geiler werden. Mit euch und hier oder woanders. Alles. Danke euch.